Lassen wir doch mal rein, wie es um die Gesundheit von unserer Erde steht. Untersuchte Wildtierbestände im Schnitt um 73% geschrumpft. In nur 50 Jahren. 25 globale Kipppunkte sind gefährdet. Vielleicht muss man das ein bisschen greifbarer erklären. Ökosystem gleichen dem menschlichen Körper. Verschiedene Organe, wie auch Arten und Lebensräume, erfüllen wichtige Rollen. Fällt eins aus, dann kann der Körper bzw. das Ökosystem das nur begrenzt ausgleichen, bevor das System schließlich zusammenbricht. Wenn kontinuierlich Druck auf ein Ökosystem gemacht wird, wird irgendwann ein Kipppunkt erreicht und das Ökosystem fällt zusammen. Aber was genau sind die Kipppunkte? Schmelzende Eisflächen können Ozeanzirkulationen durcheinander bringen und den Meeresspiegel um mehrere Meter ansteigen lassen. Durch das Absterben der Korallenriffe sterben auch die Fische. Darunter leiden hunderte von Millionen Leute, die von den Riffen abhängig sind. Veränderte Meeresbewegungen im Atlantik können marine Ökosysteme verwüsten und das globale Wetter verändern. Durch den schmelzenden Permafrost gelangen Schadstoffe in unser Wasser und hohe Mengen an Treibhausgas in die Atmosphäre. Heute ist es aber noch nicht spät. Wir müssen jedoch die Hauptverursacher des Naturverlusts jetzt angehen. Das erfordert eine Umgestaltung von unseren Lebensmitteln, Energie- und Finanzsystemen. Was in den nächsten 5 Jahren passiert, wird die Zukunft des Lebens auf der Erde bestimmen. Für uns alle. Das ist keine Übertreibung. Die Lösungen sind da. Zeit zum Handeln.